Lange hat er keine Rolle gespielt bei Wolfgang Wolf. Dominik Peitz zuletzt dreimal in Folge von Anfang an und drei Siege. Zuletzt war er der Torschütze in Cottbus. Wolfgang Wolf wusste natürlich, gegen den FSV Frankfurt zu Hause, ein Dreier war eigentlich Pflicht. In Rot die Gäste aus Frankfurt, konterstark. Davor hatte Wolf gewarnt. Fünfte Minute, der erste Versuch. Mitanski und da kommt Zafajelen, der ehemalige Rostocker. Und die kalte Dusche für Hansa. Peitz kommt nicht hinterher bei Mitanski und dann viel zu viel Platz in der Mitte. Schlechte Abwehrarbeit bei Hansa. Und da setzte sich fort. Sie kamen nicht zurecht, die Rostocker. Der FSV mit der nächsten Gelegenheit. Jun! Jun Tae-yoon, der Koreaner, mit seiner Chance in der 11. Minute. Benno Möhlmann wusste, das wäre mehr als nur ein einfaches 0:2 gewesen. Rostock wirkte angenockt nach dieser frühen Führung. Das Selbstvertrauen schien weg zu sein. 23. Freddy Borg, die beste, aber auch die einzige Chance in der ersten Halbzeit. Wolfgang Wolf nicht zufrieden zur Halbzeit. Er hoffte auf mehr Druck in Halbzeit 2. Der Anfang sah ganz gut aus. Weiland eingewechselt. Und da kommt Dominik Peitz. Ging doch noch was für Hansa? Der FSV Frankfurt spielte cool und abgeklärt. Und sie konterten. Wieder Mitanski. Und er macht's ganz, ganz locker. Die Leihgabe vom 1. FC Kaiserslautern. 7. Saisontor. Er kam ja erst in der Winterpause und ist so wichtig für die Frankfurter. Dieser Treffer in der 57. Und es kam noch Ärger für Hansa. Wieder Mitanski, 64. Das 0:3. Doppeltorschütze. Der Bulgare Jun macht das klasse und damit war die Sache gegessen. Und jetzt macht er es richtig Spaß für den FSV. Jun macht sein erstes Tor in Deutschland, der Koreaner. 0:4, 69. Vorlage kam von Mitanski, der damit Doppeltorschütze und doppelter Vorbereiter. Allen Respekt. Und dann Janeczka, auch der bereitet unfreiwillig noch einen vor, nämlich für Jun. Endstand 0:5. Ganz bitter für Hansa Rostock, die mit ihrer Abseitsfalle nicht klarkamen, die mit den Kontern der Frankfurter nicht klarkamen und einfach zu wenig nach vorn machten. Für den FSV Frankfurt ein ganz wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Ich glaube nicht, dass wir in der Saison schon mal über 90 Minuten so eine Leistung abgeliefert haben. Enttäuschend, wir haben die Scheiße an den Füßen gehabt. Und folgerichtig hat Frankfurt auch verdient mit 5:0 gewonnen. Wichtig ist, dass wir das natürlich aufgrund der Situation einfach schnellstmöglich vergessen, absolut schleunigst beiseite schieben und ja, die nächsten drei Spiele einfach nochmal von vorne angehen. Und da sind noch 9 Punkte zu holen. Und soweit ich weiß, ist das ein Abstand, der mit 9 Punkten dann noch einzuholen wäre. Also Hansa kann auch Pauli schlagen. Ja, ich denke schon. Also zum einen große Enttäuschung, zum anderen noch ein bisschen Optimismus bei Hansa Rostock, aber es wird schwer. Sehr, sehr schwer.